wieder mit dem guten Diesel als unserem Mod. Und natürlich mit der Mark Graphics. Leider ist Diesel jetzt nicht mit dabei in der Loge, aber da wird in der Ostkurve alles geben. Wir werden in der Loge von Dennis. Der ist ja netterweise eingeladen, der alte Edelmann. Da werden wir auf jeden Fall alles geben wollen. Dennis hat ja eine Wette verloren. Der muss ja jedes nicht mitgrölen aus der Ostkurve, weil er hat ja gesagt, es kommt unter 60.000. Da hatte ich ihn direkt geholt gezeigt. Und zwar einen Tag später hat sich die Wette dann auch erledigt gehabt. Weil es ja ausverkauft ist. Also es wird spannend. Und wir können aber auch mal sagen, du hast 3-0 getippt, ich habe 3-1 getippt. Was sagst du denn jetzt? Ich sag 2-1 Hertha. Ich habe ja die längsten Beine. Einnahmen, machen einfach noch ein Spiel. Und dann schön bei Hamburger 30.000 bekommen wir mal schön. Genau. Kannst du locker noch mal einen Lee von kaufen, würde ich sagen. Ja. Einen anderen Lee einfach. Und Dank an Dennis und die ganze Familie hier für die Einladung. Also es wird, glaube ich, ein Fest. Ja? Hier drin ist es sehr angenehm kühl, draußen ist es sehr heiß und das Spiel wird auch richtig heiß, bin ich sicher. Und hier drin haben wir jetzt noch für später, für Ich bin ein Manager, das Trikot, was er gewonnen hat. Matchworn Gent Trikot von Jordan mit Unterschrift aus der Conference League. Das werden wir ihm nachher noch überreichen, da freue ich mich auch sehr drauf. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle schon mal. Ja. Und ja, jeder auf Hertha getippt. Tatsächlich jeder. Jeder, den ich bis heute gefragt habe, hat auf Hertha getippt. Der schlechteste Tipp war deiner, das war 2-1 für Hertha. Ja, war die Rückwärts schon gut. Das war der schlechteste. Aber ich, wie gesagt, ich sag 3-1, aber ich gucke mir die Aufstellung an, vielleicht ändere ich meinen Tipp dann nochmal. Das müssen wir auf jeden Fall abwarten. So, jetzt gehen wir rein. Viel Spaß.
Seite nur ein.